Der eine und der andere, eine lehrreiche Geschichte, die in keinem Schullesebuch fehlen dürfte. Zwei Idioten, von denen der eine eine ganz hohe und der andere eine ganz tiefe Stimme hat, sitzen auf einer Wiese. Plötzlich sagt der eine Idiot: Schau, ein Marienkäferchen. Ein Gugelhupf wäre mir lieber, sagt der andere Idiot, sagt der eine Idiot. Das liebe kleine Käferchen. Jetzt krabbelt es auf meine Hand. So ein süßes Tierchen und so schön rot ist es. Ein Gugelhupf wäre mir lieber, sagt der andere Idiot, sagt der eine Idiot. Wie viele Pünktchen hat es denn, das Marienkäferchen? Ein Gugelhupf wäre mir lieber, sagt der andere Idiot, sagt der eine Idiot. Eins, zwei, drei, vier Pünktchen hat es, das liebe Käferchen. Der andere Idiot beugt sich nun auch über das Tierchen, schaut es genau an und sagt: Tatsächlich. Dann packt er das Marienkäferchen mit Daumen und Zeigefinger und zerquetscht es. Der eine Idiot würgt daraufhin den anderen Idioten, bis dieser tot ist. Während der eine Idiot das tut, schreit er in einem fort: Da hast du deinen Gugelhupf, da hast du deinen